So, ihr lieben Leute, herzlich willkommen zu Teil 2. Ich habe ja gerade, oder ja, also ich habe es jetzt gerade ausgepackt, die Klavierbank. Weiß nicht, ob die Videos jetzt beide nacheinander kommen oder an einem anderen Tag. Jedenfalls kommt jetzt hier Teil 2 und wie ihr seht, rechts ist die Klavierbank. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt. Es ist sehr dunkel hier gerade, weil ich schon in dem anderen Video gesagt habe, es gibt hier sind jetzt gerade nicht so gute Lichtverhältnisse. Links seht ihr die Kiste. Da habt ihr schon mal so ein bisschen kleinen Eindruck, wie ich hier heute das Paket reingeholt habe. Und also eigentlich ist es schon echt der Hammer, oder? Also wenn man jetzt hier so die Bank sieht, und die würde ich jetzt mal hier so in dieses Paket reinmachen. Wartet mal. Ohne dass ich jetzt die Bank großartig beschädige. Gott, die passt ja locker rein. Naja, nicht, wobei. Nee, naja, das ist schon berechtigt, so ein Riesenpaket zu nehmen. Jetzt zeige ich euch das mal. Hier ist noch der ganze Quatsch da. So. So sieht das jetzt da drin aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Oh, ist das dunkel hier, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf jeden Fall haben wir sonst noch anderes Licht. Gucken, ob das was gebracht hat. Ich habe hier noch ein anderes Licht angemacht. Es ist immer noch so dunkel. Haben wir hier nicht noch Licht? Naja, es ist zumindest ein bisschen heller gerade. Aber bringt nicht viel, ne? Also, schade, dass man das jetzt. Oder seht ihr das? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben? Habt ihr mal wieder eine Aufgabe? Es ist eklig, das Licht. Wartet mal, aber jetzt den Hocker, das hierher zu hieven, ist, glaube ich, ein bisschen mehr ins Licht zu holen, ist, glaube ich, gerade anstrengend. Ist mit Arbeit verbunden. Ja, nee, guckt mal, man guckt mal, ob man es selbst besser erkennen kann. Ist das anstrengend. Ich schwitze! Leute, macht mal die Heizung aus, es ist so warm. Ja, also, ist und bleibt einfach heute hier dunkel für die Kamera, glaube ich. Oh, und ich hänge mit dem Stativ gerade. Also, ja, irgendwie so. Ich glaube, dieses Video ist irgendwie hier heute nicht so der Burner. Egal, man muss auch mal Videos machen, die nicht so der Knaller sind. Hätte ich wahrscheinlich am helllichten Tage machen sollen, aber das Paket kam so spät, so mitten in der Nacht. Gucken, jetzt haben wir es doch hier mal in Richtung Licht gemacht. Und, es wird nichts. Es bleibt, glaube ich, so dunkel. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, dass ich euch. Boah, ihr fällt hier beinahe um. Dass ich euch das nicht richtig zeigen kann. Na gut, dann soll das heute wohl irgendwie nicht so sein. Nochmal der Blick da rein, aber es wird, glaube ich, nichts. Und ich habe jetzt auch. Also, ihr seht jetzt hier die Kiste, vielleicht sieht man das so. Jetzt hier die ganze Kiste drauf. Auch nicht. Es läuft. So groß ist die Kiste und da drinnen ist. Also vielleicht sieht man es ja doch irgendwie. Und in dieser Kiste ist dieser kleine Stuhl und da fragt man sich manchmal. Nein, nein. Nein, nein. Soll alles schon gut verpackt sein, ist schon wichtig. Aber wenn ihr seht, können wir noch ein bisschen. Naja. Und diese Riesen. Also, das war ja nicht alles. Ihr habt ja voll. Ach, und hier hat sich jetzt auch meine Schere angefunden, die ich im letzten Video gesucht habe. Die liegt auf dem Fußboden. Naja, wo sollte es sonst liegen? Hier ist noch ein bisschen Konfetti. Hier auch noch. Ach so, ja. Also, das sind die beiden Seitenteile. Hier. Hier, Schoko. Man sieht es irgendwie. Und.
das Hauptteil, wo das Ding eingepackt war. Ist das hier, das klebt alles auch noch irgendwie zusammen. Ich hoffe, ihr seht es, Leute. Ich hoffe. Oh ja, ich hab Spaß. Na gut, ich muss auch mal Spaß im Leben haben. Ich hatte jetzt irgendwie eine scheiß Woche hinter mir, von daher kann ich auch mal Spaß im Leben haben, oder? Gut, dann würde ich sagen, dadurch, dass es jetzt nun kein Keyboard-Video gab, gab es wenigstens ein kleines Update, dass mein Keyboard jetzt mit einer Bank befreundet ist und ja. Das war's mit Teil 2. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und ich sage dann mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und Leute, denkt dran, da war noch was. Der Podcast, ihr lieben Leute. Ihr habt ihn bestimmt noch nicht alle gehört oder angeklickt. Leute, hört euch den Podcast an. Also. Und, ach, Leute, und übrigens, ich habe jetzt 40 Abonnenten. Irgendjemand hat sich erbarmt. Ich hatte eine ganze Zeit lang jetzt 39, jetzt habe ich den 40. Und es wäre echt cool, wenn ihr mal ein bisschen Werbung für meinen Kanal hier machen könntet, damit ich mal wenigstens 50 Leute habe. Das wäre schon echt der Knaller. So, haben wir das auch noch untergebracht in diesem Video. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.